Hallo liebe Leute, ich bin wieder mal zurück von Brasilien. Heute wird die Folge über Südamerika sein und auch über Brasilien, weil es ist sehr, sehr viel los im Moment. Man muss verstehen, dass China sich unbedingt diesen Kontinent einnehmen will. Man hat das schon in Afrika gesehen. Afrika ist völlig dominiert von China und jetzt wollen sie sich auch hier die Infrastruktur unter den Nagel reißen. Da Trump 15 Millionen aufgesetzt auf den Kopf von Maduro ausgesetzt hat, es steht es so, dass Venezuela immer länger verloren wird. Sie haben zwar noch Unterstützung von Russland, der Türkei und Iran, denn sie können das Öl selber nicht raffinieren. So haben sie circa 9.000 Kilos Gold bezahlt, damit Iran für sie raffiniert. Und Türkei ist auch noch im Spiel. Aber ich glaube, vorgestern wurde ein Mann festgenommen, der Mittelmann war. Er hat mit seinem Flieger, ist er irgendwo zwischengelandet in Afrika und wurde festgenommen. Also der Eingangsort jetzt für China ist Brasilien. Die Dinge sind sehr, sehr, es gibt große Tumulte hier, die durch das obere Gericht verursacht werden. Die Presse in Deutschland und in der Schweiz, ich weiß, die machen, die hacken nur immer auf Bolsonaro herum, wobei er aus meiner Sicht der Einzige ist, der wirklich versucht, das Land durch diese ökonomische Krise zu bringen. Er war eigentlich auch der Einzige, der seit Anfang an gesagt hat, man sollte keinen horizontalen Lockdown machen. Der hat zwar nicht hundertprozentig funktioniert in Brasilien, aber trotzdem, die Wirtschaft ist völlig am Ende. Viele Leute haben keine Perspektiven, wie es aussehen wird in den nächsten Monaten. Ich bin freischaffender Fotograf. Ich habe seit drei Monaten überhaupt keine Arbeit. Ich lebe von meinem Ersparten. Einige Leute haben ein Trinkgeld bekommen, damit sie wenigstens etwas zu essen kaufen können. Das ist ein bisschen mehr als 100 Dollar vielleicht. Der Dollar war sehr hoch, also es ist vielleicht 100, zwischen 100 und 150 Dollar. Also es ist wirklich sehr, sehr prekär. Aber ich habe hier ein Video für euch. Man muss auch schauen, was in Argentinien los ist. Es gibt einen Ambassador, der war zuerst in Chile, nachher in Argentinien und jetzt ist er in Brasilien. Der heißt Young. Der sollte unbedingt aus dem Land gewiesen werden, weil das, was man jetzt in Argentinien sieht, das ist sicher sein Werk von der Kommunistischen Partei. Ich bringe euch ein Video, das man vergleichen kann, was passiert ist vor 10 Jahren in Venezuela und heute in Argentinien. Ich werde es übersetzen. Das ist vom Fernandes. Der Ton ist von Fernandes. Er sagt, dass die argentinische Regierung die Gruppe Vicentín verstaatlichen wird. Les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Also der Staat von Argentinien wird die Vicentin-Gruppe übernehmen. Vicentin ist die arbeiten mit Soja und sie war verschuldet und jetzt übernimmt der Staat von Argentinien diese Gruppe.
In 2010 in Venezuela ist genau das Gleiche passiert. Agroisleña wurde beschlagnahmt. Das war Maduro, der gesprochen hat, am 4.10.2010. Para lograr una soberanía alimentaria que la Argentina necesita. Die beiden haben den gleichen Diskurs. Fernandez sagte, dass sie eine nationale Souveränität über die Lebensmittel haben werden. Und genau das Gleiche hat Maduro gesagt in 2010. Total soberanía alimentaria nacional y luego más allá Venezuela bien se va a convertir en un país exportador de alimentos. Und in der Zukunft wird sich Venezuela als einen Export von Lebensmitteln heraus, also werden sie Lebensmittel exportieren. Und man sieht, dass die Leute heute an Hunger leiden. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo el martes que casi 5 millones de personas han abandonado Venezuela. In 2020, das war die Michelle Bachelet, das ist eine Ex-Präsidentin von Chile, die ist in der ONU, sie sagte, dass fast 5 Millionen Personen Venezuela schon verlassen haben. 5 Millionen. Seit 2015. Wegen der ökonomischen Krise und der politischen Krise. Und jetzt sagt Fernandez, ich weiß nicht, was die Opposition sagt, weil ich habe keine Idee, was man sagen soll. Und jetzt wieder El Loco Chavez in 2010. Nationale y algunas internationale que ganan bastante dinero. Er sagt, dass die nationalen und internationalen Firmen sehr viel Geld gewonnen haben und dass sie nachher die Pläne der Opposition unterstützt hätten. Und dass man alles nationalisieren soll. Und jetzt sagt wieder zurück zu Fernandez, er sagt, die Argentinier sollten sehr zufrieden sein, weil sie einen riesigen Schritt in die Souveränität der Lebensmittel machen. La soberanía alimentaria la estamos construyendo. Ihr werdet eine Möglichkeit haben, es mit Venezuela zu vergleichen. Aber wahrscheinlich werden sie das mit Venezuela vergleichen und sagen, was dort für eine Höhle los war, nachdem das gemacht wurde. Und das stimmt ja auch. Also 5 Millionen Flüchtlinge, das spricht ja für sich. Was ist mit Brasilien los heute? Ich zeige euch Bilder. Ich werde das schnell umdrehen. Der Kongress wurde völlig... Ich muss hier gerade suchen, wo es ist. Also, nein, ich muss die Bilder nicht zeigen. Das ist so... Der Kongress wurde völlig isoliert, damit es keine Proteste pro Bolsonaro gibt.
Ich habe gehört, dass mein Schwager in der Schweiz gesagt habe, dass sie 300 Extremisten festgenommen, dass 300 Extremisten festgenommen wurden. Das ist eine komplette Lüge. Es gab eine friedliche, die waren immer friedlich. Sie hatten ein Camp gemacht, damit die um für die Regierung zu protestieren. Und das Problem dabei ist, dass man sieht ganz klar, die Mehrheit der Bevölkerung ist für Bolsonaro. Sie haben versucht, mit Antifa dagegen zu steuern, aber die wurden gewalttätig wie überall. Das ist ja immer so bei diesen Veranstaltungen von diesen Leuten. Und es ging eigentlich total in die Hose, weil alle Demonstrationen pro Bolsonaro waren immer friedlich. Und dann kamen die und machten sie haben zum Beispiel in Curitiba, das ist eine Stadt von Süden, haben sie Geschäfte zerstört und alles, wie man es auch in Amerika gesehen hat. Und die Leute sind natürlich, sogar die Kongressisten und die Leute, die eher links sind, mussten sagen, dass das nicht so gut war. Also man sieht, dass jetzt, dass sie versuchen, sie haben das oberste Gericht, das sind eigentlich heute Politiker, sind keine Richter mehr. Und der eine hat Bolsonaro mit Hitler verglichen und der andere, also es ist ein völliger Witz. Dabei hat Bolsonaro nichts gegen das Gesetz gemacht bis jetzt. Ganz im Gegenteil. Sie haben das Gesetz, sind gegen das Gesetz verstoßen, weil sie möchten eine Untersuchungskommission machen wegen Fake News. Aber sie haben nichts Konkretes in der Hand. Jetzt waren sie bei 29 YouTubern und so weiter, haben sie die Telefone und Computer mitgenommen. Und jetzt wollen sie einen Prozess konstruieren, damit sie das eigentlich eine Zensur installieren können, WhatsApp blockieren und so weiter. Und das ist eine Riesendiskussion jetzt. Also man sieht, dass es geht da eigentlich auch darum, wegen Huawei, dass die das 5G installieren wollen. Prinzipiell der Gouverneur von São Paulo, der ist so mit Huawei und mit den Chinesen. Er will eigentlich alles China verkaufen. Und die Brasilianer sind natürlich dagegen, weil man weiß ja, wie brutal das Regime von China ist. Das sind ja und die Leute wollen nicht zensuriert werden, sie wollen nicht ihre Meinungsfreiheit zensuriert haben. Und sie haben jetzt aufgerufen um eine sehr, sehr große Demonstration am 21. Juni. Mal schauen, ob der Gouverneur von Brasilia die Straßen wieder schließen will. Es ist einfach schwierig. Es wird ein Moment kommen, wo dieses Pulverfass explodieren kann. Die Leute, sie sind teilweise stockwütend, teilweise total desanimiert, aber die Stimmung hier, obwohl die Spitäler eigentlich leer sind, gibt es hier in Rio immer noch die Quarantäne. Die Restaurants können noch nicht öffnen. Und man muss sich einfach fragen, woher kommt wer sind diese Spezialisten und so weiter, die sagen, man müsse das und das und das machen. Man kann einfach sehen, es sind ein halbe Dutzend idiotische Politiker, die entscheiden über unser Leben, unser wirtschaftliches Leben, unsere Freiheit. Und ich selber, manchmal geht es mir ein bisschen besser, manchmal
bin ich völlig am Arsch, auch psychologisch, weil das Schlimme ist, dass man einfach dass man das Licht am Ende des Tunnels nicht sieht, weil sie sagen, ja, jetzt müssen wir nochmal 15 Tage und dann denkst du, jetzt kommt's und dann, ja, nein, jetzt müssen wir nochmal 15 Tage, obwohl, dass es keine Kranken mehr gibt in den Spitälern. Also, die News, also die zum Beispiel wie in Deutschland ARD und ZDF, die sind einfach diese Lügenpresse, die bringen einfach, die wollen die Panik weiterhin installiert haben und das ist die Situation im Moment. Leider sieht es nicht sehr rosig aus in diesem Jahr und alles kann passieren, auch ein Bürgerkrieg. Also das ist die Situation heute am 14. Juni 2020. Liebe Grüße aus Brasilien, mach's gut.